Scheiß Creeper, Alter. So, jetzt setze ich mich mal dem Mangroven. Dem mal widmen. Was ist denn? Ach, das ist cool. Okay. Kann ich viel. Oh, was ist das? Moosteppich. Oh, cool. Ah, jetzt kann ich. Kann ich das vielleicht einfach. Ach, das geht auch so. Okay, gut. Ups. Au. Und hops. Das, okay, sieht cool aus. Mal gucken, was sich daraus machen lässt. Wie komme ich jetzt an die Setzlinge oder so? Wo sind die überhaupt? Ach da! Okay, nice. Und da war noch einer. Oder? Moment. Ja, da ist einer. Okay. Da. Juhu. Jetzt können wir zwei Mangroven bauen. Was lässt sich eigentlich... Muss ich noch mal gucken, was sich daraus machen lässt. Ich glaube, so aus den Blättern kriege ich keine Saplings raus, oder? Die Dinger wachsen einfach wirklich nur. So, zack. Okay. Ja, okay, da fängt schon an zu decayen. Okay. Okay, aber cool. Wow. Okay, ich muss noch mal gucken, was sich damit machen lässt. Ach, hier ist auch noch eine Höhle. Mein, was, ist das eine richtige Höhle oder einfach nur so eine, naja, Imposterhöhle? Ich, Mang. Mang. Achso, was ist das ja? Schlamm-Mangrovenwurzel. Schlammige Mangrovenwurzeln, ja, ganz toll. Mangro? Ja, das switcht nur. Ist das wirklich nur für. Was? Was ist denn schlammiger Mangrovenwurzel? Was ist das denn gut? Mangroven. Mangrovenstamm. Na, jetzt möchte ich mal kurz gucken.
Das sieht. Okay, das sieht schon sehr geil aus. Okay, nice. Ich pack das mal hier rein. Das tippe ich jetzt mal eben nicht. Hier rein musste. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas brennt. Hm. Okay, gut. Na, dann wollen wir mal ans muntere. Ach ja. So. Okay. Weil er hat mich schon interessiert, ob da doch was fallen lässt. Ich glaube es ja nicht. Ne, okay, schade. Okay, aber Mangroven? Lässt sich bestimmt so einiges mitmachen, mitbauen. Ach je, oh Gott, Giant Tree. Uff. Na, dann wollen wir mal die Axt buttern. So, zack. Ach du Scheiße. Was hat sie so wie? Es wird doch irgendwie ein bisschen. Weiß ich nicht. Den Creepy-Moment hat es gepasst, aber ist mir dann doch irgendwie zu stressig. Wenn es nicht gerade irgendwie Combat ist. Meine unnötig stressige Musik für ja, mehr eher chilliges Bauen und Quatschen. Ist ein bisschen distracting. So. Genauso distracting wie das Gekreisch und das Gejaule da bei mir im Hintergrund. Was man hoffentlich nicht gehört hat. Denn Schallisolierung ist ja bei mir manchmal so ein bisschen nicht vorhanden. Also ist zwar gut, dass man dann halt über Discord dann nichts hört, was da bei mir irgendwie im Hintergrund abgeht. Beziehungsweise was dann halt draußen abgeht. Meine Fenster lassen sich alles komplett ab. Ne? Abhalten. Aber im Stream ist es schon ein paar Mal passiert, dass man sich gewundert hat, was ist denn da gerade explodiert? Oder andere Sachen. Oh, Äpfel, Stickies. Nice. Den habe ich nicht gepflanzt. So. Och nö. Ich Alter, ist der schnell. Ich krieg noch die XP hin. Das hab ich
Küche wieder aufräumen. Ganz toll. Danke, Creepermann. Alter, hat der einen Krater reingezimmert, ey. Hier wollte ich schon sagen, ja Mensch, jetzt ist wieder langweiliges Abbauen. Jetzt passiert wieder nichts Spannendes. Der Elf hat nichts zu erzählen. Entweder höre ich wirklich die ganze Zeit was oder... Warte mal, ist mein rechter Kopf. Ist mein rechter Kopfhörer langsam so ein bisschen am Leiden? Ich habe vorhin gesagt, dass ich irgendwie was... Naja, sowas brennen höre. Also ich höre immer so ein Knistern, aber... Es könnte am Ende meine Kopfhörer sein. Das wäre absolut nicht gut, weil die, die ich habe, die sind an sich richtig gut. Fallen zwar so ein bisschen schon auseinander. Also halt so dieses schwarze Gezuppel da, dieses Gummiplastik irgendwas. Bei einem anderen Paar, das hat schon längst nichts mehr. Das ist, glaube ich... Also wenn das noch mehr abgehen würde, hätte ich dann komplett Plastik an den Ohren. Von den Ohrmuscheln. Das wäre extrem unangenehm. Aber ich bin halt so geizig und ne, solange es noch funktioniert, solange alles noch so funzt, wie es funzt, werden die auch benutzt. Dabei sind das nicht mal irgendwelche Gaming-Headphones. Das sind einfach schick doch mal Kopfhörer. Für einen MP3-Player oder was weiß ich. Wenn ich mir teilweise das angucke, was da mal so für Preise sind für Kopfhörer, dann ich mir auch so, ich nehme dann doch lieber die billigen und hoffe aufs Beste. Ich habe auch mal welche gehabt, die hatten, boah, keine Ahnung, 10 Meter langes Kabel. Das waren aber auch so richtig dicke Kopfhörer. Nicht einfach so ganz kleine, schmächtige, sondern die waren, so Bauarbeiter-Muscheln hatten die dann. Der hält aber tapfer durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ne, diese mit dem 10 Meter langen Kabel war echt praktisch. Die habe ich halt jedes Mal an den Fernseher gebunden. Also halt dann gebunden, also gesteckt. Und dann konnte ich halt jedes Mal Film gucken oder so. Sonst irgendwas. Und ich konnte frei im Zimmer rumlatschen und ich hatte ja das Kabel. Hatte ich ja auch gehabt. Lord of the Rings geguckt und währenddessen so, ach, jetzt hast du aber doch mal so ein Hüngerchen. Stellst dich mal in die Küche. Ja, mit so einem 10 Meter langen Kabel. Gut, meine Wohnung, also zur Information, meine Wohnung ist nicht allzu groß. Und von da, wo mein Fernseher stand und da, wo meine Küche ist, easy. Der Nachteil bei so einem langen Kabel war allerdings das Wegräumen.
hat sich oftmals ja so ein bisschen verheddert, verknotet, aber das kennen wir alle. Das kennen wir alle. Fein säuberlich die Kopfhörer hingelegt, einmal nicht hingeguckt. Wir war alles Kabelsalat. Warum? Nobody knows. It's the lore, I guess. Aber bei den Kopfhörern war das auch so ein bisschen. Irgendwo war ein Bruch. Deswegen man immer nur monoton hört. Kennen wir auch alle. Und dann hat man versucht, krampfhaft irgendwie versucht, das Kabel so zu drehen, zu biegen und zu halten, dass die Connection wieder da ist, sodass man wieder Stereo hört. Beim 10 Meter langen Kabel kann man das im Groben und Ganzen so ein bisschen vergessen. Ich müsste das, glaube ich, noch irgendwo rumliegen haben, aber im Großen und Ganzen ist. Ja, ist für einen Arsch. Leider, leider. So. Na, wo haben wir hier Holz? Hier haben wir Holz, oder? So. Noch mehr. Vermutlich. Oder auch nicht. Weißt du, da hat man so einen riesen Baum und denkt sich so, oh, das Ding ist ja sowas von Baumwurzel verwurzelt. Baumwurzel verwurzelt? Was? Baumkronen verwurzelt? Und dann am Ende, oh, gut. Das Ding ist hoch, aber im Großen und Ganzen war das auch nicht wirklich viel. Oh Gott. Warum müssen immer so große Bäume sein? Ich meine, ich freue mich, mehr Holz, aber. Ach. Das ist so ein Krampf. Und das Problem, was ich bei diesem Part vom Let's Play dann immer habe, ist dann halt. Ja, dann haben wir halt mal eine Folge nur Baumholzen und wenig Gesprächsthemen. Und das ist mal so, ah, wie nennst du die Folge jetzt? Ah, ja, hier wieder Holz abbauen zum 473. Mal. Und dann, oh Mann. Und dann, ah, was machst du denn dafür? Thumbnail wieder. Weil ich mich in letzter Zeit generell wieder so ein bisschen schwer tue, Thumbnails herzustellen. Ich weiß nicht wieso. Ist wahrscheinlich wirklich so, ich habe keine Ahnung, was genau in dieser Folge alles passiert ist. Ich weiß nicht, wie ich die Folge benennen soll. Da habe ich auch keinen Plan, was ich dafür im Thumbnail mache. Weil Folgentitel und Thumbnail gehen ja teilweise so ein bisschen Hand in Hand. Und wenn man bei dem einen keinen Plan hat, ja, dann ist das für das andere auch nicht wirklich hilfreich. Klar könnte man als Ausweichhilfe dann teilweise irgendwie nehmen. Hier könnte ein interessanter Artikel stehen. Mit einem Thumbnail mit hier kreatives Thumbnail einfügen oder so. Also wirklich richtig billig. Und ja, das kann man mal machen, aber irgendwann ist dann auch so, es häuft sich. Und die Nummer kannst du nicht 10-mal bringen.
kommt der hier immer noch tapfer durch. Respekt. So. Was mit dem Hausbaum ist, weiß ich auch noch nicht. Also was hier eingangshallenmäßig wird, was dann in den nächsten Etagen wird. Ich weiß nicht, kann ich irgendwie alles nicht wirklich sagen. Ich weiß nur, ich will halt einen riesen Hausbaum haben. Oh, 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 oh. Zack. Ganzen Septics aufsammeln. Sticks. Natürlich. Auch. Ich. Nein, nein, Andy, ich. Interessiere mich nicht für dich. Da kannst du machen, was du willst. Ist mir egal. Aber eine Sorge, die ich mir halt so ein bisschen bei den Enderman mache, ist, wenn ich die Erntemaschine mache und dann natürlich alles mit Redstone und dem Ganzen. Oh, ich habe da einfach Angst, dass der mir dann irgendwann einfach die Redstone-Leitung kaputt macht. Aber lässt sich das einfach so beheben oder vorbeugen? Wenn ich so baue, dass der Enderman keinen Platz hat, um irgendwas zu klauen. Da braucht er, glaube ich, 2, 3 Blöcke oder so. Von daher, glaube ich, habe ich schon eine Lösung für meinen zukünftiges Problem. Okay, hier ist fertig. So. Ich mag die Geräusche von den Endermen nicht.